Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie vom 15.01.21. Quatsch, vom 15.01. bis 21.01.24. Hab natürlich wieder verschrieben. Bei der Tagesenergie habe ich es aber richtig geschrieben. Hallo, blub. So, mal gucken. Das brauchen wir nicht mehr. Schmeißen wir weg. In die Woche hinein. Wir gucken, was uns gesagt wird, auf was wir uns vorbereiten dürfen. Jetzt müssen wir uns erstmal die Wochenenergie ziehen. Die allumfassende, umspannende Wochenenergie. So. Hoppala. Oh, schau mal hin, mir fällt die Erfüllung schon raus. Das ist doch wunderschön. Und Hobby. Also eine leichte Woche. Die Erfüllung verspricht. Das ist doch schon was Schönes. So. Wir gucken. So. Schauen wir mal. Wir haben Hauptenergie der Woche ist Liebe. Guckst du, also eine gefühlvolle Woche wird das auf jeden Fall. Liebe liegt in der Luft. Die Ordnung bringt Stress. Kann aber positiven Stress sein, gell, weil hier die Liebe liegt. Schauen wir mal. Hier kommt nämlich eine männliche Person und ein Neuanfang. Also hier kommt was absolut in die Bewegung und in die Gesundheit der Liebe. Wenn du jetzt sagst, in meiner Liebe ist alles in Ordnung, das ist nichts für mich, muss ich sagen, doch ist auch was für dich. Denn hier kommt ein neuer Wind hinein. Und in alle, die getrennt sind, aber ihren Wiederwollen, Neuanfang, steht Sterne auch sehr gut. Hier kommt wirklich Bewegung in die Liebe, in die Gefühle hinein. Und kommt zu einer gewissen Ordnung, aber eine neue Ordnung. Also in der Liebe, aber auch in der Gesundheit. In das, was bis jetzt stillgestanden ist. Es kommt Gefühle in deinem wirklichen Stress rein. Also das heißt, wenn du negativen Stress hast, kommen jetzt auch eine neue Ordnung ein, darüber nachzudenken oder etwas zu verändern, dass der Stress nicht mehr so negativ ist. Hier kommt auf jeden Fall eine Person ins Leben, die hier etwas anschubst. Das kann ein neuer Mann, eine neue Frau sein. Das kann ein neuer Arbeitspartner sein, der eine neue Ordnung in die Arbeit bringt, eine neue Bewegung, eine neue Umstrukturierung bringt oder, die dann auch besser ist, die man dann auch liebt, sage ich jetzt einfach mal. Es kann im Hobby ein neuer Trainingspartner sein, ein neuer Anstoß, ein neuer Trainer oder irgendetwas, was du siehst, jetzt weiß ich, was ich wollte, Moment, irgendwas, was du siehst, was dich einfach auf neue Ideen bringt, Bewegung in dein Hobby bringt. Also hier kommt überhaupt grundsätzlich ganz viel Bewegung ins Leben und das alles mit sehr viel Gefühl. Wie ich schon gesagt habe, Liebe liegt hier ganz groß in der Mitte. Also es geht bei ganz vielen um Liebe, aber es ist eben auch in allen Lebensbereichen. Jetzt wollen wir uns das mal noch genauer ansehen. Und zwar haben wir die Ordnung und der Stress geht zur Freude. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Auch wenn du negativen Stress hast, kommt hier eine neue Ordnung, ein Neuanfang in der Ordnung, weil sich eben was bewegt und dann wird der negative Stress in positiven Stress gewandelt, zumindest einen großen Teil davon. In der Arbeit kommt auch, und das habe ich das, was ich gesagt habe, es kommt dir auf allen möglichen Schichten, auf allen möglichen Bereichen etwas Neues. In der Arbeit kommt auch hierbei ein oder ein neuer Partner, der hier einen neuen Wind reinbringt, ein neuer Chef, ein neues System oder irgendwas stellt sich hier um. Ein Stress wird leichter. Dann haben wir den neuen Mann und den Neuanfang. Das heißt eben, es kann hier ein
Bekannter sein, es kann ein Verflossener sein, es kann aber auch ganz neuer sein, weil hier Fremder drauf liegt. Also hier für alle Singles ist das eine sehr gute Woche, sich zu verlieben, sich neu zu binden, einen Neuanfang zu wagen oder eben die, die in einer festen Beziehung sind und eigentlich glücklich sind. Kommt hier vielleicht ein Pärchen, was einen neuen Wind in die Beziehung bringt oder neue Einflüsse, was in der Beziehung dann auf irgendeine Art und Weise etwas Neues, Schönes bringt. Begegnung und Neuanfang ist im Leben, das heißt, durch diesen Neuanfang dreht sich das Leben, das Wie kommt in Bewegung, das Alte fliegt raus, das ist eben eine neue Ordnung. Das geht meistens nicht von heute auf morgen, aber hier fängt sich an, was zu drehen im Leben. Die Begegnung und die Gesundheit ist ein Abschied, das heißt, wir müssen damit etwas verabschieden, und zwar auch diesen Stress, aber auch alles, was nicht gesund ist, müssen wir verabschieden. Durch diese Bewegung kommt ein Abschied in unser Leben, und der heißt auch Glaubenssätze, und das ist ganz gut. Also wir werden hier das, was wir bis jetzt geglaubt haben, was wir bis jetzt angenommen haben, überdenken, weil hier eben ein neuer Wind weht. Und wie gesagt, das ist in der Liebe, das ist in der Familie, das habe ich gar nicht angesprochen, in der Arbeit, im Hobby, in allem, wo du halt dein Augenmerk drauf hast, wird sich das ereignen. Denn wir erleben ja nur das, wo wir hinschauen. Es kann ja sein, dass sich bei dir in der Arbeit auch etwas ändert, du das aber jetzt noch gar nicht merkst, weil du da nicht hinsiehst, weil da nicht dein Fokus drauf ist. Wenn dein Fokus auf der Familie ist, wirst du die Bewegung und Veränderung und der Neuanfang in der Familie irgendwo spüren und merken, dass sich die Kinder ändern, dass sich dein Mann oder deine Frau irgendwie auf einmal anders verhält oder. Hier verabschieden wir Glaubenssätze der alten Ordnung. Und das ist jetzt egal, also um was es geht. Wenn es in der Beziehung ist, was weiß ich, meine Frau oder mein Mann sollen nicht alleine weggehen. Der muss immer mit mir zusammen irgendetwas machen. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was auf Dauer stresst und was hier sich dreht, wo dann auf einmal heißt, ja du, ich muss nicht alles teilen mit dir. Ich habe auch noch mein eigenes Leben und wir können miteinander auch unser eigenes Leben ein Stück weit leben. Verabschiede den Glaubenssatz. Hier in der Mitte liegt noch der Vater und das spricht dann ganz groß für Familie, dass hier ein liebender Vater kommt, dass sich die Väter der Familie praktisch wieder mehr kümmern, liebender werden, gefühlvoller werden, aber auch eine gute Beziehung zu allem. Und der Vater versinnbildet ja auch Schutz, Geborgenheit. Also man fühlt sich wohl und man kriegt eine Sicherheit in der Liebe. Das alles heißt das hier. Also, und das passiert eben durch das, dass ich Glaubenssätze verabschiede und die liegen gegenüber von dem Fremden. Das heißt, ich habe viele Glaubenssätze, die gar nicht meine sind, die ich angenommen habe. In der Ehe hat es so und so zu sein, so habe ich es gesehen, so habe ich es gelernt. Dass das jetzt mittlerweile nicht mehr so ist oder ich nicht mehr so bin, fängt jetzt an, sich zu drehen, zu merken. Und damit verabschiede ich die anderen Glaubenssätze, die alten Glaubenssätze, das andere, so wie ich das Leben bis jetzt gesehen habe und so weiter. Hier kommt ein neues Verständnis fürs Leben in jedem Bereich. Also das ist eine Woche, wo viel Bewegung in allen möglichen Bereichen kommt, die aber sehr, sehr positiv sind, wenn du es zulässt. Also wenn du jetzt natürlich jemand bist, der sagt, nein, ich möchte keine Veränderung, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, wirst du Stress haben. Denn es wird sich hier was bewegen, es wird sich was verändern. Und dann kann ich bloß sagen, das Leben ist Veränderung. Das gehört dazu. Das ist dein ganzes Leben lang, verändert sich etwas. Und man kann sich dagegen nicht wehren, soll man auch gar nicht, denn das Leben ist ja Bewegung. Wenn du immer das Gleiche und immer das Gleiche hast, wird sich in deinem Leben auch nichts mehr ereignen. Das ist trist und langweilig. Aber wenn du offen bist für diese Veränderung, für diese Bewegung, die sich jetzt hier auftut, ist egal in welchem Bereich, wirst du es schön empfinden. Du kannst hier wirklich etwas verabschieden, was dich bis jetzt behindert hat. Hast du vielleicht noch gar nicht gemerkt, aber jetzt wird es auf jeden Fall freudiger, schöner und leichter. Das ist eine schöne Woche, die uns hier viel verspricht, dass hier wirklich Bewegung reinkommt, der natürlich Stress macht, ja, aber wie gesagt,
empfange ihn mit offenen Armen, diese Veränderung. Und also diese Bewegung, erstmal ist er Bewegung, aber es ist auch schon ein Neuanfang. Empfange ihn mit offenen Armen, dann wirst du in die Freude geleitet. So, jetzt haben wir Weltliches zu Ende. Wir kommen zum Spirituellen und das ist ja ganz schön. Hier liegt die Quelle drauf und dein Herzchakra. Das heißt also, uns wird hier Energie direkt ins Herzchakra gegeben. Ich schaue da jetzt mal schnell rein. Ich sehe hier eigentlich so eine Art Open Air. Mich hat es erinnert an den, wo wir Fußballweltmeister wurden oder Dritter wurden, in dem Jahr, wo ganz viele gefeiert haben in Berlin da auf dem Platz. Ich habe so ein Bild im Fernsehen im Kopf gehabt. War bloß das Bild, das habe ich bloß daran erinnert. Und dann war hier eine Gruppe, die war ganz dunkel. Die war ganz dunkel. Die war auch auf Krawall frisiert, die hatte auch so Schlägerdinger in der Hand und so und ging auf diese feiernden Leute zu und da tat sich dann ein Schleier auf. Wie so ein kleiner Nebelwand. Und die standen da und diese Gruppe hat das überhaupt nicht interessiert. Die haben die nicht gesehen. Also so hatte ich den Eindruck, man hat das nicht gesehen. Das heißt, wir bekommen jetzt so eine schöne, freudige Energie, die uns wirklich glücklich macht, wenn wir es zulassen. Wenn wir sagen, nee, wir blocken, gehören wir zu der anderen Seite, die auf Krawall gebürstet ist, die dagegen kämpft oder. Aber die erreichen gar nichts. Alle, die da kämpfen und dagegen waren, diese dunkel angezogenen Menschen, haben zwar ihre Schläger da in der Hand gehabt, aber die standen bloß da, sie erreichen nichts. Denn alle, die sich darauf einlassen, sind hier in wirklicher Freude. Das ist so richtige Freude gewesen. Und ich will das damit nicht sagen, dass jetzt irgendwo in irgendeiner Stadt so ein Freudestaumel ist. Gar nicht. Es ist das Gefühl. Ein Gefühl des Miteinanders und ein Gefühl, das Leben zu genießen, das Jetzt zu genießen. Und alles, was da dieses Vermiesen wollen, sehe ich nicht mehr. Ich sehe das auch, weil das ist ja immer eine Metapher, die ich sehe, also Nachrichten, Krieg, Hiobsbotschaften, was weiß ich, was wir uns alles erzählen, da baut sich so ein richtiger Schleier auf, weil wir ja so wahnsinnig viel Liebesenergie haben, wenn wir sie annehmen, verbinden wir uns nicht mehr mit dieser Energie, weil die richtig gestoppt ist. Die ist richtig gestoppt, da ist richtiger Schleier drin. Und damit sehen wir das Leben freudiger, viel freudiger. Wir sehen das Schöne und bekommen einen anderen Fokus und einen anderen Blickwinkel und können damit natürlich diese Glaubenssätze verabschieden, weil wir sehen das Negative überhaupt nicht mehr. Also ist ja, ich dachte, ich sage jetzt, es ist ein bisschen übertrieben und habe es da mal reingehorcht und dann, für manche ist es übertrieben, die empfinden das nicht so, das kommt immer auf dich drauf an. Es gibt aber eine Gruppe Menschen, die es wirklich so empfinden als Befreiung, als Neuanfang, weil irgendeine Energie da ist, die ihnen wirklich das Gute sehen lässt. Für andere weniger, aber es gibt wirklich eine Gruppe, die das wirklich so krass sieht, die anderen weniger und, je nachdem wie du bist, ist aber keine Wertung, gell? Überhaupt nicht. Und diese Gruppe sieht es gar nicht, aber die kommen auch nicht weiter, die bleiben stehen, also die kommen nicht weiter, da ist ein Stopp, da ist eine Nebelwand, da kommen die nicht durch. Die ist zwar ganz, war wirklich bloß Nebel und trotzdem konnten die da nicht drüber, das war wie so eine Energiebarriere, so ist mir das so vorgekommen. Also hier tut sich was diese Woche, aber sehr im Positiven. Ich kann nur raten, nehmen Sie an, bleib in der Freude und verbinde dich mit der Energie der Freude. Das ist ja ganz einfach, weil
Energie ist immer das Gleiche. Es gibt nur eine einzige Energie. Aber sie hat verschiedene Aggregatzustände, sage ich jetzt mal. Das ist wie praktisch wie Wasser. Wasser kann flüssig sein, Wasser kann gefroren sein, Wasser kann gasförmig sein. Alles ist Wasser in verschiedenen Zuständen, wo wir verschiedene Namen haben. Eis, Wasser, Dampf. Aber alles ist Wasser. Und genauso ist mit der Energie. Es gibt nur eine Energie. Und es gibt die Freude-Energie, die Liebesenergie. Und es gibt diese dunkle Energie. Aber es ist immer die gleiche Energie in verschiedenen Stadien oder Zuständen. Und darum kannst du, wir kriegen alle die gleiche Energie. Du machst aus dieser Energie das draus, was du möchtest. Diesmal bekommen wir eine Liebesenergie direkt von unserer Quelle in unser Herzchakra. Das heißt, jeder hat die Chance, sie positiv zu wandeln für sich. Weil was du aus deiner Energie machst, machst du eigentlich im Herzen. Das Herz ist dein höchstes Energiefeld, das du höchste Ausstrahlung hast. Und du entscheidest, du kriegst die Energie direkt ins Herz. Das heißt, das ist sehr kraftvolle Energie. Und du entscheidest, dein Herzchakra entscheidet, wie du das erlebst. Und das ist wirklich eine Entscheidung. Nicht, ich kann jetzt nichts dafür, wenn mein Herz das macht. Nein, entscheide dich für die Freude, entscheide dich für die Liebe. Entscheide dich für das neue Leben. Nimm es dankend an und wisse, dass alles da ist. Das ist genau das, was hier liegt. Und wenn du dich für die Freude und für die Liebe entscheidest, kann diese negative Energie dich gar nicht mehr erreichen. Die blockst du automatisch, weil du eine andere Energie bist. Eine schöne Energie, die für jeden Einzelnen für sich zu nutzen ist, die sich dann auch verschieden auswirkt auf dein Leben. In der Arbeit, in der Beziehung, in der Familie und, und. Also nimmst du diese Energie, die direkt für uns da ist, die direkt in dein Herzchakra geht, wo du dann entscheidest, was du draus machst. Jetzt habe ich den Faden verloren, macht aber nichts. Die kann dein Leben verändern. Nicht von heute auf morgen, obwohl ich ja gesagt bekommen habe, bei manchen ist es so, aber es ist eine Energie, die richtig toll ist. Und wisst ihr, was hier ist? Jetzt weiß ich, was das ist. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass wir am 15. von 1 in der Nacht, also von jetzt ab, das habe ich nämlich schon, bei mir ist es nämlich schon 5 nach 1, 12 Stunden lang, also bis morgen Mittag 1, eine wahnsinnig krasse Energie kriegen, wo du wahnsinnig viel entscheiden kannst und die richtig Power gibt. Das ist diese Energie. Habe ich euch vor 2 Tagen erzählt, dass ich das gehört habe, aber okay, ich so weitergegeben habe, das kam also nicht von mir, aber diese Energie ist das wirklich, die wirklich eine Barriere zum Negativen setzt. Also nutzt sie. Und wenn du die jetzt, diese Wochenenergie jetzt auf Nacht erst siehst, die Zeit ist nicht vorbei. Energie zieht sich. Also die war gestern schon da und die wird auch morgen den ganzen Tag da sein und vielleicht auch noch übermorgen. Also auch da zieht sich's. Aber der Höhepunkt ist halt da. Das heißt aber nicht, du hast was verpasst. Nein, du hast nichts verpasst. Es passiert alles jetzt. Also, keine Angst, alles ist gut. Also, nutzt die Energie, die ist sehr, sehr kraftvoll. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 €. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein
und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht, und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.